Dass diese Bewegung ist bei mir scheiße und ich kann auch nicht, ich habe keine Kraft, hier was zusammenzudrücken. Das ist Anke, sie ist Landschaftsarchitektin. Das würde gar nicht funktionieren, dass ich den Bleistift festdrücke und dann da reinmache. Und deswegen brauche ich irgendwie einen Hebel und möglichst irgendwie, dass ich nicht diese Bewegung aus den Fingern in der Hand mache, sondern dass ich das irgendwie so mache oder so mache. Und ihre Fixpads sind? Und dann, gib mal her. Und dann dauert es viel zu lange, bis sie den Bleistift da drin festgestellt hat. Das ist für mich griffiger, das geht so, aber dieses Draufstecken, das ist scheiße. Das ist mir auch zu viel Wiggle. Ich will das einfach, ich will so einen Teil haben, zack. Also, die gleiche Drehbewegung für Spitzen und Schließen. So wie bei einer Spannzange. Das müssen wir mal definieren. Naja, ich weiß nicht genau, also kann ich im Moment nicht sagen, aber das ist sehr scharfkantig und auch, außerdem auch nicht sonderlich elegant. Also insofern hätte ich gerne eher sowas in diese Richtung. Die beiden Materialien finde ich ganz nett. Also, macht sich ja hiermit dann fest drin. Ne? Das funktioniert eigentlich so. Dass ich das da. Also das ist noch nicht gelöst, leider. Aber da passiert gar nichts. Erster Versuch. Mechanismus scheiße. Material zu stark, Material zu schwach. Wir brauchen also von diesem Versuch den Kopf und von diesem Versuch das Prinzip. Das heißt, die Winde ab und diesen Flanscher unten ran. Jetzt können wir es zusammensetzen. So. So. Und funktioniert. Oh, wie schön. So, das ist jetzt das Objekt welches. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe ja diverse Bleistifte, die auf eine Spitzung warten. So, also ich drücke das hier rein und mir scheint, das ist auch relativ fix. So. Okay. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch rausnehmen kann. Das muss ich natürlich auch können. Ja, das funktioniert super. Und dann kann ich gleich den nächsten hier. Und dann nehme ich das jetzt, nehme das hier so in die Hand. So. Und jetzt muss ich mit Druck. Ja, oh, super. Hier sieht man, wie das spitzt und wieder spitzt. Ein Dank an die Feinmechanikerin. Wow.